our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmare. So Leute, im Hintergrund mache ich mir gerade noch einen Kaffee und jetzt mache ich hier gerade, also hier ist schon mal einmal diese Bowl. Okay, ich wollte gerade sagen, weil ich morgen für den Rest der Woche nach München fahre mit einer Freundin, die Sachen jetzt gerade noch aufbauen will, wie den Joghurt und so, weil zum Beispiel den Soja-Joghurt isst ja nicht. Und das Kürbispüree auch nicht. Deshalb habe ich mir jetzt hier so eine Bowl gemacht. Ihr seht ja, wie sie aussieht. Das ist halt so richtig, richtig cakey-mäßig. Guckt euch das mal an, oh mein Gott. Und das esse ich jetzt und dann muss ich auch ganz schnell los. So, ich habe jetzt mein Auto hier gerade abgestellt, um es zu laden. Wow, ihr seid irgendwie hingesummt. Und jetzt geht's zum Friseur. Hier seht ihr nochmal, wie es vorher aussah. Und dann... Achso, jetzt? Ich hab's gar nicht gesehen. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. So, es wirkt jetzt gerade noch dieses Glossing und ich glaube die Tönung ein und dann wird es auch schon rausgewaschen und ich bin so gespannt, Leute. Und ich habe jetzt auch sehr Hunger, ist ja ein Full Day of Eating, also ja, ich dachte nur, ich tue ein bisschen was vom Friseur einfach mit einplanten, weil es irgendwie voll cool ist, wenn ich einfach mehr Lifestyle habe und das sagt ja auch immer, dass ich da einfach viel mehr von meinem Leben einblenden soll. Und Yannick holt mich jetzt hier auch gleich ab und der bringt dem Friseur auch noch ein paar Riegel mit. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. So, wir sind jetzt beim Friseur raus und Leute, es ist so unfassbar schön geworden. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Und wir waren gerade noch bei so Training, Gräne. Ich habe euch ganz kurz auch was eingeblendet. Und jetzt sterbe ich vor Hunger. Es ist 15 Uhr, 15.30 Uhr, keine Ahnung. Und ich brauche jetzt irgendwas zu essen und ich hole mir jetzt hier irgendwo eine Nudelbox. Weil der Herr hat ohne mich einfach vorhin zu Hause schon gegessen. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Es ist 15 Uhr, ich hätte Hunger. Danke dafür. Leute, überall ist voll. Ich wollte eigentlich eine Nudelbox, aber jetzt hole ich mir, glaube ich, einfach eine Pommes. Das ist so random, wirklich. Ich war hier noch nie und irgendwie beobachten die mich hier auch gerade, was ein bisschen unangenehm ist. Aber, hä? Falafel. Es gibt ja auch Falafel, Mozzarella-Sticks, Chili-Cheese-Nuggets, Garnelen. Das ist random irgendwie. Ich war hier halt auch noch nie. Ich will eigentlich nur Pommes. Ich will nur Pommes. Nur Pommes. Nur Pommes. Da ist aber nicht die Pommes. Ja, die Pommes will ich. Dann bestelle ich jetzt mal meine Pommes. Ciao, ciao. Einmal ist hier so eine Sweet Chili Soße und einmal Curry Ketchup. Erstmal. Fallen hier ein paar Pommes runter. Wow. Ich bin richtig gespannt. Ich finde, wenn Pommes, dann müssen die auf jeden Fall frittiert sein. Oh, jetzt probieren wir hier mal den Dip. Das ist Curry Ketchup. Und das ist jetzt wahrscheinlich Sweet Chili Soße. Scharf. Freunde der Sonne, war auf jeden Fall sehr lecker. Die eine Soße habe ich nicht ganz leer gemacht, weil die sehr scharf war. Außer den zwei habe ich alle gegessen und jetzt gehen wir los und machen noch Bilder. Juhu. Our hearts beat to the city streets. We begin. Ich bin jetzt wieder zu Hause mit meinen freshen Haaren. Die Locken sind leider schon rausgegangen. Also was hält bei mir echt sowieso nie lang. Und jetzt mache ich mir gerade ein Eis. Wir haben ja, ich habe ja die Pommes noch gegessen vorhin. Und jetzt so eineinhalb Stunden später ist, glaube ich. Und genau, jetzt mache ich mir gerade hier noch ein Ninja Creamy Eis, weil ich irgendwie schon wieder Hunger hatte, weil irgendwie die Pommes haben mich jetzt nicht so krass gesättigt. Aber ich zeige es euch gleich mal und dann werde ich so Soja Crispies drauf machen und ja. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. So, das ist jetzt mein ganzer Bottich Eis und den esse ich jetzt auch mal noch. Boah, da habe ich gerade so Lust drauf. Yummy! Jetzt noch mit Charlie draußen, da steht er auch. Hier. Kleine Maus. Und jetzt gibt's Abendessen. Yannick ist noch ins Gym gegangen. Ich sag's euch ehrlich, ich hatte keine Motivation mehr, weil ich einfach so müde war, nachdem ich irgendwie heute 11 Stunden unterwegs war. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, ich esse jetzt schon mal, weil sonst wird es mir einfach zu spät. Und jetzt habe ich mich dann gerade entschieden, was ich esse. Und ich weiß, ich zeige gerade in meinen Full Day of Eatings sehr oft irgendwie ähnliche Sachen, aber
Ich habe gerade so Lust auf Vowels und genau, ihr wisst ja, mein Code Marin15 ist da immer gültig. Und jetzt mache ich mir Vowels und mache dazu einfach so ein bisschen Knusperbroten von Lidl. Also ich glaube, ich mache da einfach die restlichen. Ich glaube, es sind noch 4 Stück drin. Genau. Und dann ist die Packung auch endlich mal leer, weil irgendwie, weiß ich nicht, wir haben die schon ewig, weil ich die irgendwann mal für ein Klinikvideo gekauft habe und dann sind die nie leer geworden. Und Leute, ich struggle gerade jeden Tag mit meiner Kamera. Kommt es nur mir so vor oder ist es unscharf? Ihr denkt euch wahrscheinlich schon so, nerv nicht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das Licht in der Küche immer so schlecht ist. Vielleicht. Auf jeden Fall mache ich das jetzt mal. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. So sieht die ganze Geschichte hier jetzt aus. Schnappe ich mir hier mal noch eine Gabel. Und dann gibt es auch schon Food. Und es hat jetzt einfach wirklich nur 1 bis 2 Minuten gedauert. Beziehungsweise 3, aber ja. Könnt ihr mir bitte sagen, ob es nur mir so geht oder ob es einfach bodenlos deprimierend ist, dass es jetzt so früh dunkel wird? Guckt mal an, es ist einfach 19 Uhr. Hallo? Ich möchte das nicht. Ich habe da immer schlechte Laune. Oh, es riecht schon so lecker. Da sind auch Cashewkerne drin. Lecker. Und ich weiß, es sieht vielleicht nicht so geil aus auf den ersten Blick, aber ich liebe es. Und es geht so schnell und man hat einfach was Leckeres ohne krass viele Zusatzstoffe und lecker. Wirklich einfach nur lecker. Und ich bin da auch so dankbar über diese Kooperation tatsächlich, weil ich immer, weiß ich nicht, immer welche da habe. Und hatte ich davor tatsächlich auch, weil ich die immer wieder nachbestellt habe, nachdem ich das Food Taste Video hochgeladen habe. Aber was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, freut euch auf die Weihnachtszeit, weil ich plane gerade einen YouTube-Adventskalender tatsächlich. Und da sind wirklich so meine liebsten Firmen dabei, die mit mir gemeinsam in jedem Video, Leute, in jedem Video, wenn alles klappt, was verlosen. Also echt krass. Mm. Das ist einfach so geil. Ich sag's euch ehrlich, Winter und Herbst ist einfach eine Zeit, wo solche Eintöpfe, Bowls, perfekt sind. Das esse ich jetzt mal noch. Mein Broten. Und ich finde, das kann man auch so gut dippen. Lecker. Und dann sehen wir uns beim Snack wieder. Ich bin halt so müde. Und Leute, ich habe es euch noch gar nicht erzählt. Oh Gott, das Video ist so ein Chaos. Es geht morgen für mich nach München. Und das heißt, in einem der nächsten Videos werdet ihr auch eine München-Foodtour sehen. Genau. Und jetzt sehen wir uns nach dem Essen wieder. Und ich würde sagen, guten Appetit. Janik ist jetzt wieder zu Hause und er duscht gerade noch. Und ich habe jetzt hier vor mal meine Snacks vorbereitet. Einmal muss ich noch diesen halben Joghurt von dem hier leer machen. Das heißt, dieser vegane Vanilleskier. Da ist ungefähr die Hälfte noch drin. Dann hatte ich hier tatsächlich die Food News mal getestet von Öltje. Fusion Peanut Love Curry Orient. Die sind echt krass. Also die fand ich wirklich sehr, 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 sehr geil. Also wenn alle die Nüsse lieben, try it out. Und dazu esse ich gleich noch 2 von den Lebkuchen. Einmal eine Brüste und einmal ein Herz. Und das lasse ich mir noch schmecken. Und ich hatte eigentlich gerade voll Lust auf was anderes und zwar auf Grießbrei. Aber ich hatte jetzt diesen Joghurt noch offen und ich dachte mir dann so, komm, dann werden die Nüsse jetzt gleich mal leer, weil da sind jetzt halt auch nicht mehr so viele drin. Und Janik mag diese Nüsse tatsächlich gar nicht so gerne. Und dann werden die Schokoladekuchen auch mal leer. Also jetzt nicht, dass die leer werden müssen, aber ich mag es irgendwie nicht so gern, wenn so voll viele offene Sachen bei uns zu Hause rumstehen. Und gestern habe ich übrigens auf den Hund aufgepasst und die Mama von dem Hund hat mir so ein Armkettchen Perlen Selbstmachteil hingestellt und den Verschluss. Und dann habe ich dieses Bändchen hier alleine gemacht, so in der Zeit, wo ich auf den Hund aufgepasst habe. Und das ist so geil. Ich will mir das auch auf jeden Fall bestellen. Und ganz genau, hier habe ich noch eine Frage an euch. Habt ihr Ideen, was ich Janik in seinen Adventskalender packen kann? Wir machen uns nämlich dieses Jahr wieder gegenseitig Adventskalender. Also plane ich nicht nur für euch einen Adventskalender, sondern auch für Janik. Und wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, hit me up, bitte. Weil ich bin dieses Jahr ein bisschen ideenlos. Und genau, wenn ihr das Video bis
zu dem Zeitpunkt geschaut habt, schickt einfach mal ein Affen-Emoji in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!